So Leute, servus auf Wieders Channel, heute mal wieder auf meiner Triumph Daytona. Und zwar, ich möchte heute mit euch drüber reden, was ich mag an dem Motorrad und was ich nicht mag. Ich werde es so ein bisschen durcheinander machen. Erster positiver Punkt ist, dass dieses Motorrad für sein Alter, es ist Baujahr 2006, dieses Motorrad. Und man muss sich das mal vorstellen, das, was das Motorrad für Baujahr 2006 alles kann und hat, das ist unglaublich. Da ist ein Lenkungsdämpfer drin, eine radiale Bremspumpe, dann haben wir eine super hochmoderne Tachoanzeige, die Welten mehr kann wie all andere Motorräder zu dem Baujahr oder all andere Supersportler bei dem Baujahr. Das gefällt mir einfach so, dass die Engländer da wirklich mit der Daytona einen Wahnsinnsschritt gemacht haben und die ganzen Japaner überholt haben eigentlich. Ja, dann haben wir mal einen negativen Punkt, trifft den Zubehör. Also ich muss wirklich sagen, dass für das Modell jetzt hier, also zubehörtechnisch ist es echt mau. Also wie soll ich sagen mau, aber ich muss sagen, ich finde, dass die Qualität vom Zubehör bei weitem nicht an die Qualität rankommt, die Triumph hier abliefert. Also Zubehör ist jetzt leider nicht so easy bei dem Motorrad. Ich suche zum Beispiel schon ewig, wenn das zum Beispiel einer weiß, ich suche diese Union, wie heißt das, Union Flag oder so, also diese britische Flagge, die wo unten an der Verkleidung klebt. Also die, wo man den Sticker dafür, ich suche das schon ewig, ich finde den nicht. Wenn einer diesen Sticker weiß, wo man den herbekommt, dann bitte schreibt mir eine Nachricht auf Instagram, über YouTube, kommentiert bitte. Dann schreibe ich euch an, weil da suche ich mich schon um Wolf und ich finde es einfach nicht und ich hätte die so gerne. Dann, nächster negativer Punkt und das finde ich echt einen absoluten Graus. Und zwar, im Gegensatz zur Vorderbremse, die ja der absolute Wahnsinn ist auf dem Motorrad, ist die Hinterradbremse, die ungefähr sowas von schlecht ist. Das ist echt der Wahnsinn. Also diese Hinterradbremse, das ist so ein Graus. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch zu einem ganz, ganz, ganz großen positiven Punkt. Und ja, das ist nämlich das hier. Also wer das nicht geil findet, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, das ist ein absoluter Traum, ist der Sound und der Motor. Der macht so einen Heidenspaß, das ist unglaublich. Und dann noch der Sound dazu, boah, ohne Scheiß. Das ist ein absoluter Traum. Und ich muss wirklich sagen, dass die Leistung, die das Motorrad hat, also ich meine, es sind 125 PS und klar fühlt sich das jetzt, also ich bin ja vorher die GSX-R gefahren und jetzt fahre ich die. Man merkt natürlich, dass das deutlich weniger ist, aber für eine 600er Klasse ist der Motor so kräftig und einfach ein Gedicht. Und ich finde, mehr Leistung wie auf dem Ding braucht es überhaupt nicht. Also es ist vollkommen ausreichend. So, und für die nächsten paar Punkte würde ich einfach mal sagen, suchen wir uns jetzt hier ein ruhiges Plätzchen und halten mal kurz. Da ist sie nämlich jetzt, meine Triumph. So schaut sie im Moment aus. Designtechnisch hat es leider nicht so hingehaut. Das wird als ein Winterprojekt. Kommen wir zum nächsten negativen Punkt. Und das ist die Tachoeinheit. Also wie gesagt, die ist ja ultra geil, aber die hat bei den alten Baujahren ein kleines Wasserproblem, habe ich festgestellt. Und das habe ich dann auch in Foren nachlesen müssen. Die ist nämlich nicht so ganz wasserdicht. Das ist ein Problem. Am zweiten Tag gleich musste ich feststellen, dass mein Tacho nicht mehr funktioniert. Die Geschwindigkeitsanzeige, man hat dann kein Display mehr. Weil ich bin durch einen kleinen Regenschauer gekommen. Ja, und dann ist mein Tacho voll Wasser gelaufen. Da war ein ganzes Schnapsglas drin.
Und dann wollte der leider nicht mehr so recht. Aber der Harry hat das alles super gelöst. Und ja, wir haben das jetzt quasi mit Silikon abgedichtet. Und jetzt ist der dicht. Das haben die Modelle, ich glaube, bis 2009 ist das ein Problem bei dem Motorrad. Dann meine war so strunzenoriginal noch vom Setup her, dass die sogar noch, das ist auch der nächste negative Punkt jetzt, was aber eigentlich auch negativ und positiv zugleich ist, und zwar die Triumph wird oder wurde damals in Deutschland gedrosselt ausgeliefert. Hier vorne im Ansaugkanal, der geht hier durch und da sitzt eine kleine Klappe. Die wird per Unterdruck angesteuert und diese Unterdruckdose sitzt hier hinten drin. Die hat mir der Harry freundlicherweise dann gleich noch ausgebaut und diese Unterdruckdose schaltet im mittleren Drehzahlbereich, ich weiß nicht genau bei welcher Umdrehung, fährt die diese Klappe zu, diese Dose, um ein bisschen Geräusch zu minimieren und eben auch Leistung zu mindern. Drum ist die rausgeflogen. Man merkt den Unterschied wirklich. Also ich habe es nicht geglaubt, dass man es merkt, aber ich habe den schon deutlich gemerkt, den Unterschied. Und ja, dann ging sie auch gleich nochmal einen Tick besser. Dann kommen wir zum nächsten positiven Punkt. Und der nächste positive Punkt ist, dass die Engländer in gewissen Dingen einfach mitgedacht haben. Und das bezieht sich jetzt auf die Verkleidung von dem Motorrad. Denn die lässt sich so schnell demontieren, also ohne Schmarrn. Wir mussten ja die Verkleidung dann abbauen wegen der Dose und so und auch die Kanzel, um an dem Tacho hinzukommen. Und im Gegensatz zu meiner CBR geht das so verdammt schnell, das ist der Wahnsinn. Da ist innerhalb von 10 Minuten ist das ganze Motorrad komplett nackt. Dann haben wir noch einen negativen Punkt und den verstehe ich wirklich nicht. Und be zwar betrifft das, also es ist bekannt, dass der Motor, dieser erste Daytona-Motor, ein bisschen Öl braucht. Habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe eine KTM 690 SMCR, also ich bin da viel Ölverbrauch gewohnt und ich finde das auch nicht schlimm, wenn mein Motor ein bisschen Öl braucht. Aber um den Ölstand zu kontrollieren, haben sich die Engländer halt gedacht, wir machen das altmodisch und machen wir hier so einen Peilstab rein. Und ich verstehe das nicht. Wieso zum Henker kann man da eigentlich nicht so ein verkacktes Schauglas hinbauen, wie jeder andere Hersteller auch? Das wird so verdammt viel einfacher machen. Das ist eins der Sachen, die mich am meisten stören, ist es, dass es kein Schauglas hat. Ja, positiver Punkt halt noch ist einfach das Design. Das ist mit auch ein Kaufgrund gewesen zum Motor, weil ich dieses Design obermega affengeil fand. Und ich finde es halt so zeitlos. Und wenn man noch ein bisschen was macht, wie hier vorne die LEDs rein. Dazu gibt es auch ein Video. Dann schaut das Motorrad einfach so mega modern aus und so geil. Und es fährt sich einfach auch der absolut mega, ohne Schmarrn. Und drum habe ich es auch gegen die Honda eingetauscht. Ein negativer Punkt ist, dass sie so verdammt teuer ist. Also das hier war das Ultraschnäppchen schlechthin. Und ich muss wirklich sagen, das war ein absoluter Oberfreundschaftspreis, den ich für dieses Teil, also was ich da gezahlt habe. Das ist, also ja, normalerweise kosten die, so wie die jetzt dasteht, 5.500 € Aufwärtsimmobile, wenn man eine anständige finden will, die gut gepflegt ist, Scheckheft und nicht hergereibert. Also in Bayern sagt man hergereibert. Aber wie gesagt, das ist echt schade und das war auch damals schon immer der Grund, warum ich keine Daytona besessen habe oder mir keine kaufen konnte, weil es einfach so schweineteuer ist, das Gerät. Aber dafür ist es halt auch leider wahnsinnig gut und das wissen die Leute. Ach ja, und nächster negativer Punkt. Jetzt fällt es mir ein. Ich weiß nicht, warum die Hersteller sowas machen, aber ich weiß nicht, das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber ich finde es halt einfach obermega nervig, ist, dass man zum Starten immer die Kupplung ziehen muss. Also, wenn ich jetzt auf Start, ist es Leerlauf drin, geht nicht, sondern ich muss immer die Kupplung ziehen und dann geht da was. Und jetzt eben der positive Punkt ist, dass sich diese Triumph noch per Tune ECU das Mapping umtauschen lässt, umprogrammieren. Und das finde ich eben ganz toll, weil
Wenn man da Krümmer auspufftechnisch was macht, gibt es da von Triumph vorgefertigte Mappings. Oh. Und die kann man sich eben über Tune EQ oder ECU auf sein Motorrad selber daheim spielen. Und das finde ich halt als Schrauber extrem geil. Ja, und das war's dann eigentlich soweit. Also wie gesagt, eine absolute Kaufempfehlung für jemanden, der kleine Supersportler mag, ist diese Triumph. Die geht raus ohne Schmarrn. Ich liebe das Motorrad. Ich feiere das so hart. Das gibt's überhaupt gar nicht. Und ja, dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Servus auf dem Wheelers Channel.